dann herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Mit Pausen Zeit sparen ist ja unser Thema heute hier bei der Coffee Lecture. Und wie soll man mit Pausen Zeit sparen? Man braucht doch viel, viel länger, wenn man eine Pause macht. Wie soll denn das funktionieren, gerade beim Lernen? Meistens ist man ja vor der Klausur so in einer Stressphase drin und hat ganz, ganz viel zu tun und möchte doch endlich fertig werden. Und ich möchte Ihnen heute so ein bisschen erzählen, warum es trotzdem sinnvoll ist, Pausen zu machen und auch erzählen, wann man Pausen machen sollte, wie man Pausen machen sollte und dergleichen. Gibt es ganz Unterschiedliches. Ich habe mal was vorbereitet. Ihre Gedanken schweifen vielleicht ab. Sie sind gar nicht mehr bei der Buchseite, die Sie gerade vor sich haben, sondern gucken sich was ganz anderes an, sind gedanklich schon bei der Party abends oder am Vorabend oder was auch immer. Sie fangen an zu gähnen. Ne? Der Puls fährt runter, man wird so schlapp, man wird müde. Sie haben das Gefühl, sich bewegen zu müssen. Sie rutschen nur noch auf ihrem Stuhl hin und her und sind gar nicht mehr so konzentriert bei der Sache. Sie haben Hunger oder Durst, müssen mal was essen oder was trinken gehen. Sie müssen mal zur Toilette gehen, das ist auch so was ganz, ganz Typisches. Ja, oder Sie haben vielleicht auch Sehnsucht nach Ihrem Handy. Wollen mal gucken, was es da Neues gibt, ob irgendwelche interessanten Nachrichten gekommen sind. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, brauche ich nicht vielleicht wirklich mal eine Pause beim Lernen? Muss ich nicht mal irgendwie ein paar Minuten was anderes machen oder muss ich mich jetzt zwingen, hier weiterzuarbeiten, um dann doch endlich fertig zu werden mit dem, was man so machen wollte? Ich möchte Ihnen gerne mal zwei Effekte vorstellen, die man in der Forschung gefunden hat und immer wieder auch repliziert hat. Das eine ist der Effekt der verteilten Übung. Der besagt nichts anderes außer, naja, wenn man Lernstoff hat und lernt ihn nicht an einem Tag massiert hintereinander weg, sondern macht Pausen, größere Pausen auch, dann braucht man insgesamt viel weniger Lernzeit, als wenn man das so am Stück macht. Und zwischen diesen Blöcken darf ruhig ein bisschen Zeit vergehen. Und das andere ist die Expanding Rehearsal Strategy. Die sagt, Wiederholung sollte man möglichst dann machen, wenn man sich gerade noch so an die Inhalte erinnern kann. Also wenn man noch eine Idee davon hat, um was es ging, aber nicht mehr einfach so runterrattern kann. Das Lernen wird dadurch effektiver, wenn die Lernabstände, also die Intervalle zwischen den Lernblöcken größer werden mit der Zeit. Das kann man auch so darstellen. Hier hat man so die Erinnerungsleistung, hier unten vergeht die Zeit. In dem Moment, wo ich etwas gehört habe, da kann ich das noch gut wiedergeben. Ja, und das kennen Sie alle, umso mehr Zeit vergeht, umso weniger können Sie wiedergeben. Wenn Sie jetzt die erste Wiederholung machen, an einem Zeitpunkt, wo Sie es gerade noch wiedergeben können, dann sind Sie sehr schnell wieder bei 100% sozusagen. Und was noch passiert ist, dass die Kurve viel weniger runtergeht. Die ist nicht mehr so steil nach unten, sondern flacher. Sie können viel, viel mehr erinnern. Und wenn ich dann eine zweite Wiederholung mache, mit noch ein bisschen mehr Abstand, kann man diesen Effekt steigern. Und Lernen, ja, passiert nun mal durch Wiederholung. Das ist einfach so. Da muss man einfach schauen, wie man das richtig hinkriegt. Um ein bisschen verstehen zu können, wieso das so ist, es ist ganz gut, mal so ein bisschen ins Gehirn zu schauen. Was passiert denn im Gehirn beim Lernen? Da gibt es verschiedene Sachen, die wichtig sind. Zum einen, wenn ich lerne, bilden sich zwischen meinen Neuronen im Gehirn neue Synapsen aus. Die neuen Synapsen sorgen dafür, dass Informationen gut weitergeleitet werden, dass sie dort andocken können, ja, wo sie hin sollen und dass sozusagen eine neue Information auch längerfristig bestehen bleibt. Und wenn man einen Inhalt mehrfach wiederholt, dann wird diese synaptische Verbindung verstärkt. Das heißt, man kann viel, viel schneller von A nach B kommen sozusagen. Das ist wie so eine Straße, die häufig benutzt wird, ne? Dann ist die gut frei und gibt manchmal auch einen kleinen Stau, kommen wir gleich zu auf dieser Autobahn. Aber prinzipiell ist es so, wenn ich etwas häufig wiederhole, dann kann ich schneller diesen Weg gehen und komme schneller zu der Information, zu der ich kommen möchte. Also Wiederholen des Lernstoffs führt zur Konsolidierung. Wenn ich etwas nicht mehr wiederhole, dann sagen sich die Synapsen auch so, ja gut, dann brauchst du mich ja wohl nicht mehr, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen in die Inaktivität, ich werde ja nicht mehr gebraucht. Ich kann auch neue Aufgaben übernehmen, aber ich bin halt nicht mehr so einfach ansprechbar. Die Sachen, die man nicht wiederholt, die gehen vergessen. Und das Abrufen von Informationen ist dadurch erschwert.
Genau. Wenn ich jetzt aber zu viel lerne, ich könnte jetzt sagen, oh, da muss ich das 20 Mal hintereinander wiederholen, Minimum, ne? Dann kann es auch sein, dass die Synapsen sagen, oh, jetzt lass mich aber bitte mal in Ruhe. Es reicht mir jetzt, es kommt zur Übersättigung sozusagen. Das heißt, die Informationen können schlechter abgespeichert werden. Die Synapsen und die Neuronen möchten nämlich auch mal gerne ein bisschen Ruhe haben, um das, was sie machen, sich nämlich aufzubauen, auch tatsächlich mal umsetzen zu können. Das heißt, zu viel ist auch nicht das Richtige. Dann wollen die Synapsen auch nicht so mitspielen. Außerdem, wenn ich sehr, sehr viel hintereinander mache und keine Pausen einlege, dann ist es auch so, dass die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit sehr drunter leidet. Das kennen Sie alle. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Spätestens dann machen Sie eine Pause. Viel besser ist es aber, die Pause viel früher zu machen. Ja, wann soll ich denn jetzt eigentlich eine Pause machen? Es gibt eine Technik, die nennt sich Pomodoro-Technik. Die kennen vielleicht die einen oder anderen von Ihnen auch. Da ist es so, dass ist angelehnt an diesen Küchenwecker in Form einer Tomate, da kommt der Name wohl her. Ja, und da kann man sich natürlich jetzt eine gewisse Zeit einstellen auf diesem Küchenwecker und der rappelt dann schön. Und das, was wir empfehlen würden, sind Pomodoros, Zeiteinheiten von 25 Minuten. Diese 25 Minuten, die arbeitet man, dann macht man 5 Minuten Pause und dann arbeitet man wieder und nach 4 Pomodori macht man dann eine größere Pause. Dann kann man ja so denken, oh, dann bin ich aber doch mittendrin, wenn der Wecker jetzt rappelt und ich werde aus meinem Gedanken gerissen und ich kann das gar nicht zu Ende führen. Nicht so schlimm. Es gibt den sogenannten Zeigarnik-Effekt, der besagt, wir erinnern uns leichter an Dinge, bei denen wir unterbrochen wurden. Also etwas, was ich nicht zu Ende machen kann oder etwas, was abbricht, bleibt mir viel besser im Gedächtnis haften als etwas, was ich bis zur Gänze ja, zu Ende bringe. Und dass es im Gedächtnis haften bleibt, ist ja das, was wir wollen beim Lernen. Von daher kann man den Zeigarnik-Effekt auch ein bisschen positiv nutzen. Sie können den guten alten Küchenwecker dafür nehmen, aber auch Apps fürs Handy gibt es. Wenn Sie da was suchen wollen, es gibt sehr schöne. Ich weiß, dass die hier auch an der Uni sehr beliebt sind und gerne genutzt werden. Da gibt es so welche mit Bäumchen. Wenn Sie da was suchen wollen, Stay Focused ist sozusagen der Aspekt, an dem Sie das oder unter dem das Schlagwort, unter dem Sie das finden, wo Sie selber einstellen können, wie lang soll denn mein Zeitintervall sein und vielleicht auch, wie lange will ich Pause machen? Ja, wie baue ich das Ganze auf? Die Handy-Apps haben auch den Vorteil, es gibt so welche, die halten einen davon auch ab, so ein bisschen in diesen 25 Minuten oder 20 oder 30 Minuten, was man sich jetzt so als Lernzeit gesetzt hat, mit dem Handy rumzuspielen, zu gucken, was an neuen Nachrichten gekommen ist, ein bisschen auf Facebook zu surfen oder sowas, weil die einen dann fragen, willst du das wirklich tun? Wenn du das tust, dann passiert halt was, muss man sich überlegen, ob man das will. Und für viele ist das ein Anreiz, einfach in diesen 25 Minuten wirklich mal bei der Sache zu bleiben. Genau. Ich habe hier nochmal so ein Schema mitgebracht, wo diese 25 Minuten Arbeitszeit und 5 Minuten Pausenzeit dargestellt sind. Und was man sieht ist, man kann das so ein paar Mal hintereinander machen, aber spätestens nach 2 Stunden, also wenn man 4 solche Blöcke gemacht hat, sollte man doch mal eine größere Pause machen und sagen, jetzt mache ich mal ein bisschen länger Pause. Gerade wenn man so Lerntage vor sich hat, wo man den ganzen Tag hier vielleicht in der Bibliothek sitzt oder zu Hause am Schreibtisch. Machen Sie 2 Stunden und machen Sie nach 2 Stunden, spätestens nach 2 Stunden, mindestens 30 Minuten Pause. Also mal wirklich was ganz anderes, damit der Kopf sich entspannen kann und Sie wieder zur Konzentrationsfähigkeit kommen. Dann dürfen Sie natürlich nochmal 2 Stunden arbeiten, da spricht nichts dagegen. Das ist fürs Lernen auch ganz gut, wenn man dann nochmal schön wiederholen kann vielleicht auch. Aber dann sollte man eine etwas größere Pause einlegen, 90 Minuten. Bisschen länger was anderes machen, wirklich mal entspannen. Und wenn man dann noch mal vielleicht einen 2-Stunden-Block gemacht hat, so kurz vor der Klausur oder so, dann kann man auch gut Feierabend machen und zwar für den Tag sein lassen. Der Körper braucht Erholung, der Kopf braucht Erholung und das Lernen wird nicht besser, wenn man versucht, sich das Ganze, was man lernen will, noch mehr in den Kopf reinzuhauen. Ja, dann ist so die Frage, was kann man in den Pausen tun? Bewegung ist etwas, was sehr sinnvoll ist. Ich habe Ihnen hier auf die Tische vorne so kleine blaue Lesezeichen gelegt. Die haben wir zusammen mit dem Allgemeinen Hochschulsport entwickelt. Da sind auf der Rückseite kleine Tipps drauf, was man machen kann.
in der Pause, auch so bewegungsmäßig, auch wann man Pause machen sollte, steht zum Teil auch nochmal drauf. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die sehr sinnvoll ist, wie man die 5-Minuten-Pause zum Beispiel füllt. Entspannung für die Augen, wenn man sehr viel liest oder auf dem Bildschirm guckt. Mal 5 Minuten in die Ferne zu gucken, aus dem Fenster schauen oder mal 5 Minuten die Augen zuzumachen, auch sehr positiv. Wenn man länger Zeit hat, eine halbe Stunde, was Vernünftiges essen, ein anständiges Mittagessen, anständiges Abendessen, wo auch Nahrung fürs Gehirn dabei ist, nicht nur leere Kalorien, sondern vielleicht auch mal ein paar Nüsse oder sowas, was dem Gehirn gut tut, weil da sind die Proteine drin, die das Gehirn braucht, um diese synaptischen Verbindungen hinzubekommen. Schlafen ist auch was, was sich sehr, sehr positiv auswirkt. Denn beim Schlafen finden diese Konsolidierungs- und Umarbeitungsgeschichten im Gehirn statt. Das heißt, Schlafen ist eine hervorragende Strategie, um sich vom Lernen zu erholen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Lerninhalte lange verfügbar bleiben. Genau. Ja, ich hoffe, dass Sie die Inhalte dieser kurzen Coffee Lecture für sich nutzen können und dass Sie auch jetzt eine schöne Pause gemacht haben mit was zu trinken und mit einem Keks, also auch hier ein bisschen Nahrung fürs Gehirn, ein bisschen ja, Kalorien, damit Sie doch wieder gut denken können, denn Lernen braucht auch Kalorien. Und wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie das Gefühl haben, ach, ich hätte gerne noch ein bisschen Unterstützung in meinem Lernprozess, das Studiencoaching bietet eine persönliche Beratung an, die ist kostenlos, vertraulich. Man kann über StudIP Wunschtermine raussuchen. Hier liegen auch nochmal Flyer, wo Sie das nachschauen können. Und ja, vielleicht sehen wir uns in dem Kontext mal wieder. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Lernen, viel Erfolg auch für Ihre Klausuren, alle anderen Sachen, die anstehen. Und bis vielleicht bald mal.